Willkommen zurück zur zweiten heutigen Folge von Let's Play Age of Conquest 4. Wie vorher schon gesagt, heute kommen nochmal Doppelfolgen. Ab morgen können wir dann ganz normal die Folgen weitermachen, weil, ja, dann haben wir alle geschuldeten Folgen drin. Das ist auch jetzt die einzige der zweiten Folgen, die normal angeht, weil Dinosaurs ging jetzt nur eine Viertelstunde und später Herr der Ringe Online geht 35 Minuten. Beim letzten Mal haben wir eine Errungenschaft gemacht, nämlich diese hier, 10 Kämpfe gewonnen, aber wir wurden mit den Spartanern ausgelöscht. Vor allem durch Rom, wie schon der Name verrät, die haben plötzlich gegen uns den Krieg erklärt und dann uns zum uns ganz einzeln und allein und verlassen gemacht und ja, dann hatten sie wieder keine Zufriedenheit mehr und haben deswegen verloren. Also müssen wir jetzt ein neues Spiel erstellen. Natürlich wieder altes Europa. Ich habe jetzt überlegt, dass ich bei diesem Mal nochmal den Aufstieg Roms nehme. Das wird aber das letzte Mal der Aufstieg Roms. Wenn wir es dann nicht schaffen, probieren wir mal die Hunden-Invasion. Und wenn wir es danach nicht schaffen, den Untergang Roms. Einfach, damit ihr nicht immer dasselbe seht. Und das zweite, was ich überlegt habe, ist, dass die wir jetzt spielen, wir danach nicht mehr spielen. Also die einfach dann, also quasi die Spartaner und die Kelten werden dann draußen auch für die Hundeninvasion oder eben für den Untergang Roms. Die Sarmaten nicht, weil die Sarmaten haben wir nicht fertig gespielt. Also spielen wir jetzt nochmal den Aufstieg Roms mit Sparta. Und hier gehen wir wieder, wie immer, ganz kurz durch Vorherrschaft. Wir wollen normal. Ich weiß, dass wir da immer sterben, aber ich will es einfach mit. Ich will nicht normal auch einfach machen. Das finde ich kacke. Dann hier kurz gucken. Das freie Reisen lasse ich wieder draußen. Beim letzten Part war das zwar manchmal hilfreich, aber ich lasse es lieber wieder draußen. Ich möchte aber die zufälligen Anfragen. Und ja, hier kein Limit, dann können wir erstellen. Ja, mit was fangen wir jetzt an? Wie gesagt, die Kelten, habe ich mir gedacht, sind draußen, die Spartaner auch. Und die Sarmaten eben nicht, weil wir nicht fertig gespielt haben. Was ich überlege, ist die Berber zu nehmen, weil die Berber haben hier relativ Ruhe, oder die Karthager. Die könnten wir auch nehmen. Etwas, was nicht so nahe liegt. Das heißt, die beiden da oben würde ich lieber dieser Magen überlassen. Die beiden hier auch. Ja, oder die Ägypter, weil die Ägypter haben hier weiter zum Ausbreiten. Die Perser aber auch. Ich glaube, ich wähle jetzt die Perser. Ja, jetzt nehmen wir mal Persien. Das Grün hat sonst keiner, oder? Das helle Grün. Weil beim letzten Mal Rom und Sparta von der Farbe ein bisschen verwirrt. Nein, das helle Grün hat keiner. Dann wissen wir, wer wir sind. Probieren wir es mal als Perser. Ich hoffe diesmal, also mit den Spartanern waren wir Platz 10. Und mit den Kelten waren wir Platz 7. Diesmal würde ich halt gerne in den Top 5 kommen. So, das hier kennen wir schon. Wir beginnen also jetzt mit den Persern. Unser Hauptproblem ist natürlich jetzt Ägypten. Aber ich werde dann hier erstmal nach hier oben gehen und mich hier oben ausbreiten. Deshalb. Oder wisst ihr was, hier unten breite ich mich auch gleich aus. Hier kommen 10 Mann hin. Hier kommen 10 Mann hin, damit wir es von den Ägyptern gleich haben. Und 10 Mann gehen auf ein Schiff und 10 Mann kommen hier rein. Leider höre ich schon wieder keine Musik. Ach, können wir nicht. Also die 10 Mann will ich einfach hier fliegen. Na, Zypern. Ist ein bisschen wie Kreta beim letzten Mal. Also beim letzten Mal. 95 Gold. Könnten wir noch was bauen? Ja, wir könnten noch unsere Hauptstadt verstärken mit 10 Mauern. Das mache ich mal. Ach, können wir nicht. 0,25 Punkte. Können wir den hier machen? Auch nicht. Okay, können wir mit den Ägyptern gleich eine Allianz anfragen? Wie das? Nein.
Alles klar, dann bleiben wir erstmal so, aber wir haben hier schon mal zwei Reiche. Wie gesagt, aus irgendeinem Grund höre ich gerade wieder nicht Musik, aber beim letzten Mal, wo das so war, hattet ihr Musik, deswegen gehe ich bei dir mal auch von Musik einfach mal aus. So, das gehört uns. Tja, Ägypter, da wolltet ihr wohl hin, wa? Könnt ihr in die andere Richtung gehen. Und da fährt ein Schiff von uns aus. Auf einen Ägyptern kommen zwei Schiffe plus 20 Profit. So, dann will ich jetzt sehen. Nein. Abbrechen. Ich will nur 10 Geld. Und jetzt sehen wir hier auf die Insel. Auf Zypern. Kreta hätte ich ja auch wieder ganz gerne. Das heißt, hier tue ich auch nochmal 10 Mann weg. Und dann wird schon wieder nur 0,2 Aktionspunkte. Der am Anfang nehme ich jetzt hier mal ein bisschen anders vor. Ich will es am Anfang ein paar Minuten haben. Boah, wir sind alle noch auf Platz 1, ne? Nein, sind wir nicht. Wo sind wir denn als Persien? Platz 6. Aber wir sind auch, auch nicht die schlechtesten. Römer und Griechen sind unter uns. Makedonier, Epirus, Ägypter und Spartaner sind unter uns. Macht also nichts. Ich denke mal, es hilft am Anfang, die Region zu haben. Da kommt der erste Krieg. Die Epiroten haben den Spartanern den Krieg erklärt. Die Makedonier haben den Epiroten den Krieg erklärt. Und Griechenland haben die Makedonier den Krieg erklärt. Außerdem haben die Römer den Epiroten den Krieg erklärt. Und ja, wir nehmen etwas ein. Kelten haben Römer auch den Krieg erklärt. Da haben wir jetzt Zypern, da kommt unser Schiff. Und plus 25 Gold. So, mit dem Schiff hätte ich gerne die Insel hier. Kann ich mir aber nicht holen, wa? Dann segelt ihr dahin. Ja, ich kann die Insel erstmal nichts mal holen. Dann hätte ich jetzt mit den Ägyptern gerne ein Bündnis. Deswegen die Anfrage auf eine Allianz. Und ansonsten hätte ich gerne mal meine Hauptstadt ausgebaut. So für den Fall. Das heißt, wir bauen Mauern und einen Wachturm. Der Wachturm geht wegen Aktionspunkten nicht, aber die Mauern haben wir schon mal. Das ist, denke ich, sehr schön. Wir haben jetzt hier schon mal ein paar Gebiete. Ich hoffe, Kreta wird uns nicht mehr geklaut. Und dann mal schauen, was die Ägypter sagen wegen der Diplomatie. Die Makedonier haben den epirotischen Herrscher gefangen genommen. Da ist der erste Herrscher draußen. Die Spartaner haben den Römern den Krieg erklärt. Die Griechen haben Makedonier ausgeschalten. Und damit ist die erste Fraktion ausgestorben. Oh, hier ist ja eine Menge los. Von Schiffen her. Die Ägypter haben was eingenommen. Plus 28 Gold. So, Kreta, meins. Hier mit den Spartanern. Bloß jetzt anders. Dann, ich hätte gerne die hier, also mit den, das sind die Thraker, ne? Mit den Thrakern hätte ich gerne Krieg. Aber erst holen wir uns ein paar, ihr wisst schon, ein paar Länder. Erstmal friedlich. Das heißt, hier bauen wir gleich mal 10 und dann gehen wir mit 10 hier ins nächste Land. Und ansonsten gucken wir mal auf die Provinzen. Die Provinzen sind alle zufrieden. 75% bei den meisten, die erst 83. Bei unserer Hauptprovinz tun wir natürlich jetzt auch den Wachturm abbauen. So, 33 Gold noch übrig, aber ich glaube, dafür kriegen wir nichts. Ja, dann würde ich sagen, so passt das. Die Spartaner haben die Epiroten ausgeschaltet. Damit sind die sind schon zwei Nationen draußen. Die Griechen haben den Indigenen Krieg erklärt. Wir haben Kreta. Balten haben die Guber den Krieg erklärt. Germanen haben Illyrien den Krieg erklärt. Damit haben wir ein weiteres Land. Die Thraker haben das Land vor uns, das dachte ich mir schon. Und die Ägypter haben ignoriert, sich mit uns zu verbünden. Okay, vielleicht kämpfen wir auch gegen die Ägypter. Plus 30 Gold, dann werde ich gleich jetzt mal die Thraker anfragen nach einer Allianz. Diplomatie, die haben noch keine Feinde und keine Freunde.
Nachricht senden, Allianz, zack. Und ansonsten hätte ich gerne hier 20. Und hier insgesamt 20 ausgeschickt, damit wir uns die beiden erholen können, sofern Trager uns das nicht klauen, was ich nicht hoffen möchte. Ansonsten alles 76% außer 84, das glaube ich auch nicht. Gut, Finanzen plus 1%, die Diplomatie haben wir noch plus minus 0, weil wir haben noch keinen Krieg. Das ist doch auch sehr schön. Okay, ich überlege gerade, ob ich Fest feiern soll, irgendwas. Aber ich glaube, das lasse ich mal. Das heißt, im Moment meistens nichts. Da kommen Römer runter, was auch immer die wollen. Die Griechen haben den illyrischen Herrscher gefangen genommen. Die Slawen haben den Samaten den Krieg erklärt. Und da haben die ein Land eingenommen. Aber das zweite können wir uns holen. Da kommen auch Samaten. Die haben die Gurier den Krieg erklärt. Die Iberier haben Gallier den Krieg erklärt. Die Berber haben den Karthager den Krieg erklärt. Die Berber haben auch den karthagischen Herrscher gefangen genommen. Und Gallier haben den ligurischen Herrscher gefangen genommen. Oh Mann, ihr habt ja eine Menge Spaß, Freunde. Auch wenn wir noch keinen. Damit noch niemand im Krieg sind. So, plus 31. Hier, das hätte ich gerne, zumindest mit 10. Zack, 1. Ansonsten mal gucken, wie die Thraker reagieren. Bei den Ägyptern überlege ich gerade, ob ich da ein bisschen eine größere Streitmacht aufstelle, weil wir könnten vielleicht dann hier den einfach killen, den Herrscher. Aber da müssen wir, glaube ich, mehr sparen erstmal. Provinzen sind alle zufrieden. Ja, dann lassen wir das mal so. Karthager haben Spartaner den Krieg erklärt, obwohl die Karthager kaum noch leben. Wir haben die Insel eingenommen. Thraker haben auch ignoriert, sich mit uns zu verbünden. Und wir haben plus 34 Gold. Und im nächsten Zug ist Steuersaison, das heißt auf 100%. Dann kriegen wir im nächsten Zug richtig viel Geld. Dann könnten wir eigentlich dann den ersten Krieg anzetteln. Schauen wir mal, die Thraker diplomatisch haben 9 Provinzen und stehen wieder mit Freund noch mit Feind. Die Ägypter haben 6 Provinzen, haben aber auch bisher weder Freund noch Feind. Also beide sehr verlockend. Die Ägypter ein bisschen verlockender, weil die haben hier noch weniger. Und die haben halt hier die Berber. Die Thraker hätten halt hier natürlich Griechenland neben sich. Ja, schwierig. Wie sieht es denn im Ranglistenmodus aus? Für Platz 1 sind die Berber, Platz 2 die Gallier, Platz 3 die Iberer, Griechenland Platz 4. Oh, Griechenland war ja beim letzten Mal sehr loserig. Wir selber sind Platz 7 vor den Germanen. Die Ägypter sind Platz 8. Makedonien ist draußen, Epirus auch, Sparta ist Schlusslicht mit Illyrien und mit den Liguriern. Die leben alle drei gerade noch so. Wo sind denn die Thrakien ist Platz 5. Das ist vor uns. Also das verlockendere Ziel wären die Ägypter. Dann werde ich jetzt hier mal eine kräftige Armee ausheben, werde ich jetzt mal alle nehmen, alle 98. Dann haben wir 108. Weil wir kriegen ja beim nächsten Part durch die Steuern eine Menge wieder rein. Vielleicht können wir die Ägypter dann gleich ausschalten. Aha! Oder die Ägypter machen es bei uns. Das dachte ich mir fast schon. Die Feinde Ägypter haben uns den Krieg erklärt. Tja, das dachte ich mir fast. Thraker haben Illyrien den Krieg erklärt und Griechen den Germanen. Die Iberier haben den Gallischen Herrscher gefangen genommen. Und die Ägypter bewegen sich feigewissen weg und greifen uns an, aber diese Armee fällt nicht uns so groß an. Das hast du dir so gedacht, Ägypter. Thraker haben die Lyra ausgeschaltet, damit ist eine weitere Nation draußen.
Das habt ihr euch so gedacht, Ägypter. Plus 258 Gold. 497 Steuern erhalten. Okay, ja, jetzt, die Ägypter sind halt hier nicht so mächtig. Wir müssen die jetzt irgendwie schnell ausschalten. Das heißt, hier, wie viel haben die hier? 58. Aber sie haben mit uns den Krieg angefangen. Nicht wir mit ihnen. Das heißt, hier gleich mal kräftig. Also erstmal gucken wegen der Moral, weil es könnte sein, dass wir jetzt ein bisschen. Nein, die sind immer noch alle glücklich. Sehr schön. Ich dachte, wir müssten jetzt ein bisschen was machen, aber sie haben mit uns den Krieg angefangen. Ich glaube deswegen. So, dann fangen wir jetzt hier kräftig an mit Truppen. Wir haben ja jetzt Geld. 68, 78. Ja, machen wir es erstmal so. Und dann hier, dann sind wir 68 hier bis auf. Nein. Bis auf 10. Dann holen wir uns hier mal das erste Land gleich. Und ansonsten könnten wir natürlich hier was machen. Hier hole ich mal gleich das zweite Land, glaube ich. Mit den 10. Ja, warum eigentlich nicht? Sonst kostet uns das Schiff ja nur Punkte. Tja, Ägypter, ihr habt den Krieg begonnen. Das war übrigens in meinen Augen ein Fehler. Aber wir werden mal sehen. Ich hoffe, es ist ein Fehler. So, das nehmen wir ein. Nein, tun wir nicht, weil der mächtiger geworden ist. Die Thraker haben den Feind Ägypten den Krieg erklärt. Das finde ich sehr gut. Die Berber haben den Iberern den Krieg erklärt und die Iberier den Kelten. Ach, das nehmen jetzt die Ägypter ein. Kack Ägypter. Aber das holen wir uns. Was? Wieso hat uns das Schiff angegriffen? Das verstehe ich ja jetzt schon wieder nicht ganz hier. Plus 34 Gold. Okay, der nächste Angriff muss sitzen. Irgendwie hat uns das Schiff gerade aufgehalten. Der nächste Angriff muss sitzen. Die haben nämlich von uns gerade was weggenommen. Na gut. Dann nehme ich hier, sagen wir 150 und fall dann hier ein mit den 150. Wir wiegen. Wie könnt ihr es wagen? Ihr Magen. So, dann haben wir noch 112. Wie sieht es aus? Provinzmäßig? Alles Töfte. Wie sieht es aus hier? Iberer sind Platz 1, Thraker Platz 4, wir selber. Mit den Ägyptern Platz 6. Ja, das wird sich bald wieder ändern. Wir haben noch 112 Gold. Die Frage ist, wir könnten natürlich was bauen. Ja, komm, bauen wir hier mal was an der Grenze. Aber mal hier für 70 die Befestigung. Die Mauer, nur falls die Ägypter hier nochmal rein wollen. Na, wo kriegen die Truppen her? Da ist schon wieder ein Angriff von uns fehlgeschlagen. Und da haben sie versucht, unseren Herrscher anzugreifen, aber das wurde nichts. Tja, Ägypter, das dachtet ihr euch so. Das habt ihr euch so gedacht. Spartanen sind untergegangen. Ich glaube, ich probiere gleich nochmal mit dem Trag eine Allianz zu schließen. Das mache ich jetzt mal. Weil wir den gemeinsamen Feind haben. Frage Allianz. Da haben die Ägypter uns schon wieder zurückgeschlagen. Da haben sie auch unseren Herrscher angegriffen. Gott, 10. Ich will das Land wieder haben. Und hier mache ich jetzt mal, schaut mal auf 30 auf. Normalerweise nur auf 20, aber das letzte Mal wurden wir immer so geschlagen. Deswegen auf 30. Die ganzen Provinzen sehen gut aus. Ja, wir sind immer noch bei der Platz 6. Keiner hat die Überhand, aber die Ägypter nerven gerade. Die nerven irgendwie immer. Ja. Ich glaube, hier baue ich jetzt auch den Wachturm. Zack. Wachturm erbaut. Dann schauen wir mal. Ich muss gleich kurz raustappen nach der Runde. Gallier am Karthager den Krieg erklärt.
Wir verlieren schon wieder, weil die Ägypter da schon wieder eine unendliche Anzahl haben. Wo kriegen die Truppen her? Und sie haben nochmal unsere Herrscher angegriffen, aber verloren. Samarten haben die sarischen Herrscher gefangen genommen. Die Thraker haben den ägyptischen Herrscher gerade fertig gemacht, glaube ich. Und da haben sie auf jeden Fall auch, da haben sie leider verloren. Diese Kack-Ägypter, weil die letzten beiden Male, zumindest das Mal mit den Kelten, waren die für unseren Untergang verantwortlich. Und jetzt sind die überraschend stark. So, hier gleich mal 26. Vergiss es, du kriegst meine nicht. Und hier 10. Ich will jetzt das Land zurückhaben. Ich meine, die Ägypter haben da nicht so viel. Nee, die haben 6. Haben 6 Provinzen. Das sind alles die hier. Die haben nicht so viel. Und hier mache ich auch mal. Hier mache ich auch mal mehr. Oder ja, kann ich eigentlich fast nicht mit 17. Ach, ich dachte, die Perser wären stärker. 9 Minuten haben wir noch. Was machen wir denn gegen die scheiß Ägypter? Ja, so bleibe ich erstmal. Ich hoffe, die Thraker nehmen unser Angebot an, weil die haben gerade den Ägypter einmal geschadet. Da verlieren wir wieder. Wo kriegen die Ägypter so viele Männer her? Samarten haben Griechen den Krieg erklärt. Da greifen die Ägypter wieder unseren Herrscher an, verlieren aber wieder. Da nehmen die Thraker was ein. Und da kamen die Ägypter nochmal, haben aber nochmal verloren. Die versuchen uns dauernd platt zu machen. Das kann doch nicht wahr sein. Thraker wollten sich leider mit uns nicht verbünden. So, ja, den Herrscher wieder auf 30 aufstellen. Und dann will ich jetzt immer noch dieses verkackte Land haben. Jetzt nehme ich hier mal 20. Leider hat die Thraker jetzt hier abgeschnitten. Weil aus irgendeinem Grund wehren die Ägypter hier dauernd unsere Angriffe ab. So, und hier nehme ich die restlichen 26. Und gehe dann hier auch aus mit fast den ganzen 26. Fast den ganzen 36. Hier bleibe ich nur mit 5. Ach, kann ich gar nicht. Okay. Damit ich dann mir die beiden Provinzen holen kann. Boah, die Ägypter gerade auch die Nerven. Ja, da hast du schon wieder mehr. Aber diesmal haben wir es eingenommen. Dreckspenner, ernsthaft. Wo haben die Männer her? Die Iberier haben den keltischen Herrscher gefangen genommen und wir kriegen plus 46 Gold. Der aktuelle Chat. Wer war sind Platz 1, Iberia Platz 2, Samarten Platz 3 mit den Thrakern und wir sind Platz 6. Boah, die Ägypter ernsthaft, die machen mich gerade total aggressiv. Ja, Platz 5 ist Griechenland, über uns. Die Griechen leben diesmal schon nicht lange. So, wo sind die Ägypter? Platz 15, leben nur noch gerade so. Tja, verdient haben sie es. Wie könnt ihr es wagen, dauernd von Sachen einzunehmen? Die haben hier nur noch ein Ding hier, ne? Ja. Das will ich haben. Aber erstmal tue ich hier 5 hin. Dann gucken wir kurz mit den Provinzen. Die sind alle gut. Sogar die 181er hat sogar 100%. Das ist unsere Hauptstadt. Das ist sehr cool. Und dann bis auf 5. Also erstmal hier alle will ich jetzt hier ausziehen, weil ich würde gerne dieses Land hier haben, bevor es die Thraker holen. Könnte halt sein, dass wir dann gegen die Thraker mal kämpfen müssen. Dann die Ägypter auch noch ein Schiff. Die Griechen haben hier Mahn ausgeschalten. Die Griechen sind echt hammerstark. Da haben die Ägypter verloren. Ah, und da nehmen sie die Thraker ein. Ja, okay.
Damit haben wir aber plus 4% Zufriedenheit, denn die Ägypter sind geschlagen. Finde ich sehr gut. Das haben die Ägypter auch echt verdient. Und wir haben plus 48 Gold. Tja, jetzt ist nur das Problem. Dann greife ich das hier an. Weil das ist ein ägyptisches Schiff, oder? Ja, das ist ein ägyptisches Schiff. Die gerne erledigt. Komplett. Ja, da haben wir jetzt nur das Problem, dass die Thraker uns jetzt eingekesselt haben. Aber wir könnten ja die Zeit etwas nutzen, unsere Sachen zu befestigen. Das haben wir befestigt, das heißt, hier mache ich jetzt einen Halt. Erst nochmal Provinzen gucken. Ja, und dann befestige ich das auch. Zack. Vielleicht tun die Thraker sich ja ein bisschen aufreiben mit anderen Völkern. Und sonst, ja, haben wir jetzt noch 4 Minuten. Das lassen wir noch laufen. Ach, da greifen uns die Ägypter an. Ernsthaft? Er hat von uns was eingenommen? Wie könnt ihr es wagen? Den Kreta eingenommen. Die Bastarde. Ihr wollt's auch nicht, ne? Ihr wollt mich ärgern. Also die Ägypter ernsthaft. Bin froh, dass die jetzt untergegangen sind, wirklich. So, 50, dafür brauche ich hier den Wachturm. Haben wir 0, aber wir holen uns dann jetzt gleich Kreta zurück. Wie können die es wagen, einfach so unsere Stadt einzunehmen? 5 Mann. So, du hast Feind Ägypter ausgeschalten. 5 Gold und plus 10% Zufriedenheit. Ja, ernsthaft? Das ist ja mal eine krasse erste Folge jetzt gewesen. Also, krasse, in Anführungszeichen, neue erste Folge. Mit den Ägyptern. Thraker haben sie mal den Krieg erklärt. Und der Buchhalter ist genauso verschwunden wie ein Teil der Schatzkammer. Minus 5 Gold. Ich meine, es stört mich in dem Fall jetzt nicht, weil das waren die 5 Gold, die wir davor bekommen haben, dadurch, dass wir die Ägypter ausgestalten haben. Aber das ist ja auch nicht schön, dass der Buchhalter einfach verschwindet. So, plus 57. Jetzt tun wir erstmal hier reduzieren. Auf 10. Und dann, ja, wie gesagt, ich würde die Zeit jetzt ein bisschen nutzen, hier ein bisschen, ich meine, die meisten Provinzen von uns haben 100%, das ist sehr gut, ein bisschen auszubauen. Das heißt, hier ein Wachturm. Und dann, ja, mit den Thrakern, ich weiß nicht, ob ich mit den Thrakern ein Bündnis schließen soll. Wie sieht es denn jetzt aus? Das Schlusslicht sind die Slawen und die Kelten. Wir sind Platz 9, nicht so wahnsinnig hoch. Die Thraker sind halt im Moment Platz 4. Die Thraker sind halt im Moment extrem mächtig. Platz 1 sind die Iberier. Ich bleibe erstmal so, denke ich. Ja, ich bleibe erstmal so. Oder ich probiere es mal mit Allianz einfach nochmal. Es kann ja nicht schaden. Anfrage wegen Allianz. Es kann ja wie gesagt nicht schaden. Gut, dann lassen wir die Runde noch schnell durchlaufen und dann müssen wir aufhören. Griechenland haben beiden den Krieg erklärt und wir haben Plus gemacht. Und ja, so hören wir jetzt auf, denke ich. Oder mache ich die Runde noch schnell? Ich mache die Runde noch schnell. Weil die Runde bezieht sich nur darauf, dass wir irgendwo einen Wachturm bauen. Ich denke, wir bauen einen hier auf diesem Berg. Zack, mehr braucht man nicht. Und ja, jetzt hören wir auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Ton. Wie gesagt, ich hatte jetzt lustigerweise wieder keinen Ton. Und ja, also das war jetzt mit dem Perser ein interessanter Start. Da haben uns gleich die Ägypter jetzt volle Kanne genervt. Aber sie sind gecrushed. Und mal schauen, wie wir mit den Thrakern umgehen. Also ich würde zumindest Langfrieden halten wollen, wie wir... Ich würde zumindest so lange Frieden halten wollen, wie wir bei allem Wachturm und Mauer noch nicht haben. Und ich hoffe, dass wir diesmal länger überleben als nur bis zur nächsten Folge. Weil auch jetzt sind die Spartaner sehr schnell untergegangen. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal morgen wieder. Und heute, wenn ihr wollt, noch zu Erden Online. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.